Frisch auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier in der Natur unterwegs. Ihr seht, teilweise liegt hier sogar noch Schnee. Die letzten Reste vom Schneechaos der vergangenen Tage. Und ich suche mir hier heute irgendwo ein bisschen abseits der Wege einen kleinen Platz. Werde dann ein kleines Lager aufbauen, die Natur genießen, für euch ein paar tolle Aufnahmen machen oder einige mehr. Ein bisschen was zu essen gibt es auch. Eine Hundebegegnung hatte ich gerade auch. Da kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Und so wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem neuen Video und los geht's. Ja, ich habe meine beiden Bäume gefunden. Jetzt baue ich erstmal das Tarp auf. Das Amazonas Ultralight. Eigentlich gedacht für Hängematten, aber das kann man natürlich auch sehr gut auch als normales Tarp verwenden. Hatte natürlich eine entsprechende Form, um da optimal für eine Hängematte ausgerüstet zu sein. Ist also nicht quadratisch, sondern trapezförmig. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, das auch zu nutzen, weil das ist schön klein, leicht, robust. Und doch sehr, sehr, sehr ausgeklügelt, auch gerade was die Aufhängemöglichkeiten angeht. Also das finde ich richtig, richtig toll. Und werde ich mal schauen. Ich denke, ich werde es jetzt gleich so aufbauen. Ich werde die Ridgeline hier zwischen diese beiden Bäume spannen, nach hinten bis zum Boden abspannen und mal schauen, ob ich an den beiden Bäumen hier das Tarp so in die Gerade bringen kann. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und bauen wir mal ein bisschen hier auf. Leider ist das Seil tatsächlich ein bisschen zu kurz und da braucht man tatsächlich auch so ein bisschen Augenmaß immer für. Aber das macht nichts. Hier liegen ja genug Äste rum etc. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach zwei Äste nehmen. Das scheint erstmal zu halten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig stabil ist es halt nicht. Ich glaube, wenn jetzt ein Wind drauf geht, dann gehen die Heringe wahrscheinlich direkt wieder raus. Echt blöd, aber ich könnte mir natürlich jetzt auch noch andere schnitzen, die deutlich tiefer machen. Aber ich werde es jetzt erstmal so lassen und werde hier weiter mein Lager einrichten. So, kleine Planänderung, wie das so ist. Ich habe mich doch umentschieden und werde jetzt doch noch zwei Heringe vorbereiten, weil wenn es wirklich nachher regnen sollte, dann ist es auf jeden Fall keine gute Idee, auf die kleinen Heringe da zu vertrauen. Deswegen werde ich mir jetzt einfach hier ein Stück von dem Ast noch absägen hier. Und mir daraus entsprechend zwei etwas dickere Heringe machen. Ja, so zwei Handbreit. So. Die müssen ja auch nicht besonders schön sein. Die sollen halt funktionieren. So. Spitze ich die vorne ein kleines bisschen noch an, damit die ein bisschen besser in den Boden gehen.
Ah, ist doch schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja, ihr habt doch gesehen, der Baumstamm, der ist richtig moderig. Deswegen sehr gut, dass ich auch eine Isomatte mitgenommen habe. Nicht nur, damit ich keinen kalten Hintern bekomme, sondern ja, gerade bei solchen Situationen muss ich mich jetzt auch nicht auf den schimmelnden Baumstamm setzen. Von daher richtig cool bisher. Und ja, die Aussicht könnte eigentlich auch fast nicht besser sein. Ich bin tatsächlich mehr oder weniger einmal ringsrum eingerahmt von, ja, was sind das? Nadelbäumen. Wirklich einmal nahezu in 360 Grad. Außer hier vorne kann ich ein kleines Stückchen weiter sehen. Und in die Richtung kann ich halt auch sehr weit gucken, auf einen anderen Berg drauf. Aber es ist halt im Moment alles grau in grau, ne? Ja, die Bäume haben halt keine Blätter mehr oder nahezu keine Blätter mehr. Ich sehe hier noch einzelne Blätter an den Ästen dranhängen. Aber ja, also der Herbst macht genau das, was er soll. Ja, die Blätter fallen ab, es wird kalt. Es hat ja die letzten Tage hier auch richtig geschneit. Aber der Schnee ist ja wieder komplett weg jetzt. Und ich zeige euch jetzt mal die Buschbox oder die, ja, ist keine Original-Buschbox. Ich hole sie mal gerade. Hier ist die wundervolle kleine Lixada Buschbox, auch wenn es keine originale Buschbox ist, aber die ist aus Titan und habe ich, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal verwendet. Wie gesagt, werde ich hier jetzt auf jeden Fall auch nicht verwenden, weil es ist halt erstens alles nass und zweitens muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das auch immer so eine schwierige Sache mit Feuer im Wald und so weiter. Ich würde sehr gerne diese kleine Buschbox häufiger verwenden. Aber ganz ehrlich, es ist halt auch sehr umständlich. Wobei, also was heißt umständlich? Ich finde es cool, sich hier Holz zu suchen und so weiter. Das glaube ich, würde mir schon Spaß machen. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann auch im Zweifel keine Lust, wenn ich alles zusammen habe, dass dann hier wirklich mal jemand herkommt und sagt, was machen Sie da, wieso, das dürfen Sie nicht und so weiter, ne? Ich kann es natürlich verstehen, dass man nicht einfach Feuer machen soll im Wald, bin ich auch vollkommen d'accord mit. Aber irgendwie hätte ich gerne, ich für mich persönlich, zumindest mal eine adäquate Lösung, wie man das irgendwie bewerkstelligen kann. Ich weiß, wenn man jemanden kennt, der einen Wald hat und so weiter. Ich kenne aber keine Leute, die einen Wald haben und ich wüsste auch nicht, wie ich einen Kontakt herstellen könnte, zum Beispiel zu jemandem, dem dieser Wald jetzt hier gehört, um da zu fragen, hier, geht das in Ordnung, darf ich da mal und so weiter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist diese wundervolle kleine Lixada Buschbox. Also ihr seht, meine Hand ist jetzt nicht die größte. Da passen wirklich, boah, maximal 8, 9, vielleicht 10 cm hohe Stöcke rein. Mehr aber auch nicht. Und die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ich sehe, wie groß diese Standard-Buschbox ist, die ist locker. Das Doppelte. Die doppelt so hoch. Aber ich finde die halt süß, weil die klein schnuckelig ist und ganz kompakt ist. Und wie gesagt, ich glaube, erst ein oder zweimal benutzt. Ja, die werde ich jetzt wieder zusammenbauen. Werde jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen die Stille genießen. Und wir haben ja schon 12 Uhr. Und ja, warum sollen wir nicht schon langsam mit dem Mittagessen anfangen? Ah, ich muss schon sagen, das macht schon richtig Spaß, einfach sich hier so ein schönes Stückchen Wald zu suchen und sein Lager so ein bisschen aufzubauen, was man auch relativ schnell wieder abbauen kann. Deswegen so ein Tarp, ist so, ja, der Artikel, glaube ich, wo ich sagen würde, das ist der erste Artikel, den ich kaufen würde, wenn ich draußen im Wald mal irgendwo eine Zeit verbringen möchte. Nicht mich nur bewegen möchte und das sind keine Schutzhütten, sondern wenn ich ganz konkret auch sage, ich möchte meine Ruhe haben und bin ein wenig abseits der Wege unterwegs und möchte mir ja relativ schnell
wie gesagt, ein Dach über dem Kopf bauen. Da kann ich euch wärmstens, wirklich wärmstens, keine Werbung an dieser Stelle, das Amazonas Ultra Light Tarp hier empfehlen. Wie gesagt, also nicht nur diese, ja, die Möglichkeit, oder du hast halt die Seile, Karabiner und so weiter, alle schon vormontiert. Du musst nicht jedes Mal das Seil dran fummeln und so weiter. Wie gesagt, an 6 Seiten sind entsprechend Seile. Einmal die Ridgeline, die sind mit diesen entsprechenden Haken ausgestattet. Und nach vorne und nach hinten entsprechend dann auch Seile mit Heringen dabei. Richtig cool, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Das Essen war wie zu erwarten hervorragend. Und ich hatte ja eingangs des Videos erwähnt, dass ich hier gerade eben eine wundervolle Begegnung mit einem Hund hatte und deren Besitzer. Und ich möchte das gerne zum Besten geben, weil genau das ausdrückt, was mich tatsächlich am meisten stört. Mich stört es tatsächlich noch nicht mal irgendwie, dass der Hund irgendwie zu mir läuft und eventuell auch nur spielen will. In aller Regel will er das ja auch nur. Es ist ja auch nie etwas passiert. Aber jetzt kommt der Knaller. Ich habe, wie gesagt, nichts gegen Hunde. Und ich habe auch nichts grundsätzlich gegen Hunde, die frei rumlaufen. Die Umgebung entdecken und so weiter. Wo ich was gegen habe, ist, wenn ein Hund zu mir kommt und anfängt rumzubellen und sich neben mich zu stellen und so weiter. Und ich den Besitzer deutlich auffordere, seinen Hund wieder ranzuholen. Also der war bestimmt 15, 20 Meter entfernt. Wie gesagt, der Hund hat nichts getan. Das ist auch grundsätzlich nicht das Thema. Aber er sagt zu mir, ja, der Hund, der hört nicht. Ja, wie, der Hund hört nicht? Dann wird es Zeit, dass er das lernt. Ne? Es kann ja nicht sein, dass ein Halter seinen Hund nicht so weit im Griff hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass der Hund hört. Und ich habe ihm auch gesagt, es ist ja grundsätzlich kein Problem, dass der Hund hier frei rumläuft. Aber sie vergessen halt auch, es gibt Leute, die wollen nicht von dem Hund beschnüffelt werden etc. So wie meine Wenigkeit. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt und der Hund auch wirklich dann hört, wenn der Besitzer ihn ruft. Er hat nur so gemacht. Ja, der hört nicht. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht. Also ich kriege das auch nicht in den Kopf rein. Und dann ist er an mir vorbei mit seinem Hund. Und davor lief auch noch ein anderer Hund. Und ja, der Besitzer ist seinem Hund mehr oder weniger hinterhergelaufen. Wie so einem kleinen Kind ist er hinterhergelaufen, was nicht hört. Und ich kann euch sagen, ich habe ja 2 kleine Kinder und ich weiß, wie anstrengend das ist. Vor allen Dingen dann, wenn die gerade in einer Phase sind, wo du denen alles erzählen kannst, alles sagen kannst, die aber partout nicht hören wollen. Und ihre eigenen Erfahrungen machen wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber er ist dann runtergegangen und hat gesagt, du, das geht so nicht, dies, das. Und hat den Hund dann an die Leine genommen. Das wollte ich mal zum Besten geben. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mir sicher, sehr viele von euch werden einen Hund haben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sehr viele, oder wenn nicht gar alle Hundebesitzer, die jetzt dieses Video schauen, ihren Hund so weit im Griff haben, dass der Hund dann auch hört, wenn man ihn ruft. Ich finde jetzt im Griff zu haben, finde ich ein bisschen sehr hart. Deswegen mache ich halt so.
Aber trifft es eigentlich doch schon sehr gut auf den Punkt. Und ja, das wollte ich mal losgeworden sein. Und ja, mein Essen hat hervorragend geschmeckt. Hatte ich, glaube ich, eingangs auch schon gesagt. Ja, es wird langsam ein bisschen frisch hier, ehrlich gesagt. Und ich überlege tatsächlich, das Lager hier gleich wieder abzubauen. Auch wenn ich das richtig toll finde, wie das da jetzt hält. Und ich tatsächlich auch so ein kleines bisschen darauf spekuliere, dass es vielleicht anfängt zu regnen, einmal kurz, um mal zu gucken, wie die Konstruktion hält, bin ich doch froh, dass es aktuell trocken ist, weil sobald es nass wird, wird es halt auch noch kälter, ne? Ich habe auch noch Kaffee dabei, können wir uns später noch machen. Also ich habe auf jeden Fall noch Zeit en masse und ich denke, ich werde jetzt hier so langsam mein Gerödel zusammenpacken und vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht schlagen wir uns noch so ein kleines bisschen hier den Weg entlang durch. Ja, dann suchen wir uns da vielleicht noch ein schönes Plätzchen, irgendwie eine kleine Schutzhütte oder whatever und machen dann noch einen Kaffee. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee und ja, also richtig cool bisher. So machen wir das. Let's go. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, just in dieser Sekunde, als das Tarp eingepackt war, fing es so ein bisschen an zu fisseln. Fisselt jetzt auch immer noch, aber ich habe ja gesagt, wir wollen hier noch ein bisschen durch den Wald streifen. Ich will auf jeden Fall mal da vorne an die Lichtung gehen. Mal gucken, ja, ob man da vielleicht ins Tal gucken kann oder nicht. Und kann auf jeden Fall sagen, vielen Dank für diesen wundervollen kleinen Lagerplatz für eine gewisse Zeit. Alles natürlich ordentlich hinterlassen, Müll mit nicht. Also alles ordentlich hinterlassen, natürlich Müll mitgenommen und wie sich das gehört. Ja, jetzt gucken wir mal hier, was wir hier Schönes entdecken können. Boah, was für ein Loch hier unten, ey. Das wird sicherlich man riesiger Baum drin gestanden haben. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, da reinzugehen. Ich werde es auf jeden Fall lieber lassen. Aber ihr könnt ja auch auf jeden Fall schon mal sehen, wie tief das ist. Ich gehe mal noch auf die andere Seite hier. Richtig krass hier. Jetzt auch noch durch. Richtig cool. Ja, ich glaube, so ein großartiges Durchkommen ist hier nicht. Ja, ich habe hier wieder so eine Rückegasse gefunden. Kann man auf jeden Fall noch sehr gut erkennen, weil hier auch eine ganze Menge an Totholz rumliegt. Wie die hier früher oder vor, was weiß ich, ein paar Monaten, Jahren oder wann auch immer mit schwerem Gerät hier durch sind, Bäume gefällt haben. Und das sind auch so Wege, die reizen mich halt auch. Und da gibt es hier tatsächlich eine ganze Menge von. Parallel verläuft jetzt auch einer, der geht auch runter. Und ja, hier hat man mehr oder weniger einen anständigen Weg. Klar ist es kein ausgebauter Wanderweg jetzt, aber ihr seht halt auch ganz deutlich Spuren hier. Und hier kann man es auch sehen,
Da ist auch entsprechend gefällt worden. Hier auf der rechten Seite natürlich auch. Ich könnte mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass sowas hier auch interessant für Geocacher sein könnte. Aber ohne es jetzt konkret zu wissen. Hier liegen Federn rum. Ui, da liegt noch mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bushcraft-Thema, sage ich mal, sich was zu bauen, im Wald zu sein, nicht immer nur Kilometer zu machen, sondern auch mal die Zeit zu genießen, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Großer Haken an der Sache ist halt, ich kenne keinen, der einen Wald hat, wo man sowas legal machen kann, darf, wie auch immer. Und vor allen Dingen, wenn du eine Erlaubnis hast, dann hast du halt eben auch, ja, dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn da jetzt mal wirklich irgendwer kommt und sagt, was machen Sie da? Dann kannst du sagen, hier, alles genehmigt, keine Probleme. Und kannst teilweise sogar die Leute dann ja, des Geländes verweisen, sozusagen. Aber das Glück habe ich leider nicht. Na, das war doch alles in allem ein richtig tolles Naturabenteuer. Abseits der Wege haben wir, glaube ich, eine ganze Menge entdecken können. Auch das Lager tipptopp. Also ich wüsste nicht, wie es besser ginge. Zumindest mit meinem Kenntnisstand habe ich natürlich Interesse auch, ja, etwas weiter zu bauen und Erfahrung zu sammeln. Also wenn ihr einen Tipp habt, was ich in naher Zukunft im Wald mal bauen könnte, mit so einem Arbeitszeitraum von 2 bis 3 Stunden, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Falls du es noch nicht getan haben solltest, darfst du selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.